Wir sind hier an der wunderschönen Janke, Rudolf Janke Orgel in der evangelischen Stadtkirche Bückeburg. Das ist in Niedersachsen. Eine Barockorgel, wie man sehen kann, von 1997 mit einer intensiven Geschichte, denn 1615 gab es ein Originalprospekt von Compenius, jedoch leider durch Brand zerstört 1963. Und deswegen hat 1965 eine Frau, eine Dame, ich glaube Frau Bachmeister, weil es ein Foto gab, noch vor dem Brand natürlich, hat das nachgeschnitzt. Das ist schon enorme Arbeit. Hat das sozusagen vom Originalbestand ungefähr nachgeschnitzt. Wie man wusste, dass es war. Und von den Fotos. Und es war zuerst eine Hammerorgel, das ist eine Firma aus Hannover. Und wurde dann ersetzt durch Janke. 65, wie gesagt, wurde der Prospekt nach dem Brand nachgeschnitzt und dann kam 1997 die jetzige Janke-Orgel hinein. Perfekt für Buxtehude, Bach, Scheidemann. Vielleicht auch für gewisse romantische Werke, denn es ist nicht gleichschwebend gestimmt. Das ist sozusagen Janke-Spezial, hat einen Touch von Mitteltönigkeit. Und das heißt, manche Tonarten sind nicht ganz sauber, in Anführungsstrichen. Aber D-Moll beispielsweise, wunderschön. Wir haben ganz, ganz herrliche Klangfarben. Aufgeteilt ist es so, dass das Hauptwerk hier unten ist. Dann ist es hier das Oberwerk und das dritte Manual ist das Brustwerk. Und aufgeteilt hier ist das dann so. Das heißt, hier alles ist Hauptwerk. Dann ist hier Pedal. Und hier drüben dann Oberwerk und hier Brustwerk. Das ist eine schöne, recht leichtgängige Orgel eigentlich. Hier unten haben wir dann noch die Koppeln. Schweller gibt es natürlich nicht. Und nehmen wir mal diese wunderschöne Gambe im ersten Manual. Jetzt zur Gambe zum Beispiel, das wunderschöne Salicional. Dann kann man hier die Traversflöte noch vom Brustwerk nehmen.